Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Automods 8. Schön, dass du wieder dabei bist, mein Lieber, meine Liebe, meine Liebe. In der letzten Folge haben wir ja angefangen, hier die Stelen so zu machen, dass das so passt. Und das müssen wir jetzt auch weitermachen. Während wir jetzt hier sprechen, ich muss das kurz sagen, es kann sein, dass man zwischendurch zeitlich ein bisschen emotional wird. Oder halt ein bisschen nicht so viel redet. Weil momentan ist es leider so, dass es meiner Katze, ihr kennt sie ja bereits. Ich habe ja zwei, einmal Simon und die Kitty. Der ein oder andere kennt sie. Und der Kitty geht es momentan sehr, sehr schlecht. Und da ist halt die Frage, ja, wie sieht's jetzt aus? Was machen wir? Termin beim Doc ist auf jeden Fall da. Hier können wir ein bisschen weiter runtermachen. Wir sind natürlich, oder ich bin natürlich guter Hoffnung, dass es sich doch irgendwie, dass es glücklich ausgeht. Man muss dazu sagen, dass sie auch schon 16 Jahre alt ist oder irgendwie so. 16, 17. Und das ist natürlich sehr, sehr alt. Das ist natürlich sehr, sehr alt. Und da muss man halt einfach mal schauen. Wir schauen einfach mal. Also wie gesagt, es kann sein, dass man, deswegen bitte nicht böse nehmen. Aber ich versuche mich natürlich hier dementsprechend ein bisschen abzulenken, indem wir hier in Minecraft sind. Und ja, wir schauen einfach mal. Wie gesagt, ich wollte das mal sagen. Das wäre vielleicht auch mal ein Grund, vielleicht wieder mal den Podcast anzuschmeißen, wie auch immer. Aber schauen wir mal. So, warte mal kurz. Huch, Hilfe, hier ist irgendwo ein Kabel, das hängt hier, so. Warte mal, ich habe das noch, ich mach mal, genau, jetzt hast du es wahrscheinlich gehört, aber ich habe jetzt auch ein neues Headset oder beziehungsweise neue Kopfhörer, die tatsächlich dann auch mal endlich wieder mit Wi-Fi sind. Vorher hatten wir ja kabelgebundene, also man muss das so erzählen, ich hatte welche gehabt, die über Bluetooth waren, aber die sind natürlich dann in die Jahre gekommen und davor hatte ich dann, weil ich unbedingt welche haben wollte oder auch brauchte, ja, welche per Kabel genommen. Was natürlich einer der größten Fehler ist. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen mehr, außer Bluetooth. Deswegen, falls ihr euch Kopfhörer holen solltet, dann Bluetooth ist immer besser. So, machen wir das so. Das wird natürlich jetzt noch ein bisschen dauern hier, Eieieiei. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Vor allem das Problem ist, ja, es wird wahrscheinlich immer so Zweier Abstand sein. Hier machen wir nochmal wieder ein bisschen mehr. Hier geht es natürlich auch nochmal ein bisschen weiter runter. Ja, wie sinnig das ist, dass der da jetzt nicht bemoost ist. So, zack. Was ist denn schon wieder mit der Musik los? Warte mal. Ja, ist das schön und gut, aber ich möchte gerne ein bisschen was Chilligeres. So. Machen wir das so. Und, man muss dazu sagen, ich kann mal, es ist ja jetzt in der letzten Zeit so warm geworden und, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe einen Wintergarten, da ist eine Eckcouch und da liegen sie ja auch gerne mal drunter, weil dieser Wintergarten sich so aufheizt, wenn das, keine Ahnung, 27, 28, jetzt zuletzt hatten wir ja über 30 Grad, knapp schon fast 40 Grad. Und da heizt sich das natürlich so auf, dass sie dann auch ab und zu mal auf dem blanken Boden liegen, weil es dann halt einfach kühler ist und halt im Schatten. Und ich dachte, das wäre wegen der Wärme gewesen. Dachte ich eigentlich. Ja gut, dann habe ich das ein bisschen so beobachtet und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass sie ja fast gar nichts mehr macht. Also sie liegt nur noch wirklich darunter. Sie frisst auch nicht mehr, sie geht nur noch zum Trinken zum Brunnen, der ist direkt an der Tür vom Wintergarten. Aber wenn sie geht, ist das auch eher so ein, ja, so ein schwankendes, weißt du? So kein richtiges Gehen, sondern ganz langsam, Mist, ganz langsam und halt sehr schwankend. Toilette benutze auch nicht mehr richtig. Also das Katzenklo und man sieht doch schon, dass sie sehr, sehr abgemagert ist, ja. Man hat alles versucht, dass sie ein bisschen was frisst. Sie kommt wohl auch, wenn man ihr Leckerlis dahin wirft oder sagt, ja, hier Leckerli, bla bla bla, kommt sie auch.
Aber sie riecht nur dran und dann, nee, will ich nicht. Ne, wie gesagt, vor allem bei der Hitze muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Auch bei Nassfutter, dass man da immer frisch wechselt und dass das halt auch nicht in der Sonne oder so irgendwie Sonneneinstrahlung, weil das fängt natürlich an irgendwann zu stinken. Und man kennt ja diese Fliegen, dann sind die Fliegen da und diese kleinen Fliegen und dann, lass bleiben. Ne? Und das ist halt so ein bisschen momentan, ja. Deswegen mal schauen, was der Doktor sagt. Termin wird gemacht. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe echt wirklich ein ungutes Gefühl bei der Sache. Aber ich möchte mich natürlich jetzt auch noch nicht verrückt machen, weil es kann ja alles passieren. Ne? Es kann auch sein, dass man sagt, okay, pass auf, dass der Doc sagt, alles klar, du kriegst, die Katze kriegt erstmal eine Spritze, damit das so ein bisschen auch wieder den Appetit anregt und dann vielleicht sieht es ja danach besser aus. Ich bin natürlich so einer, ich möchte, wenn man schon, ist das richtig? Ja. Wenn man schon sieht, dass es, dass man es versuchen könnte, aber der Doc sagt, weil ich möchte nicht unnötig die Katze quälen, sondern einfach nur entweder, das geht so auf einem normalen Weg, in Anführungszeichen, halt ohne irgendwelche Medikation. Also, in Form von Tabletten, wenn es halt bei einer Spritze ist, dann ist es halt so, dann kann man es vielleicht nochmal versuchen. Aber es muss nicht auf Zwang sein, ne? Es muss nicht auf Zwang sein. Ja, natürlich macht man sich die ganze Zeit solche Gedanken, was könnte passieren, was sagt der Arzt schlussendlich, wie das ausgehen. Ich bin da emotional, glaube ich, gerade. Was denn? Hä? Oh nein. Wie war das nochmal, den Bannerträger nicht töten, ne? Je nachdem, wo er ist. Ich bin da emotional halt so gerade ein bisschen im Clinch mit mir. Weil ich jetzt nicht weiß, was soll ich denken? Weißt du, wie ich meine? Was? Huch. Warte mal, ich muss mich mal kurz entfernen. So. Ja. Eigentlich wollte ich nur dich, aber egal. Ne, ich lasse das mal ein bisschen hier so. Das sieht dann noch ein bisschen authentischer aus mit dem Seetang. Seetang. Was wird passieren? Wie geht's aus am Ende? Ne, ich weiß auf jeden Fall jetzt schon. Ich meine, zwischendurch habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Tränchen verdrückt. Weil es einen natürlich auch emotional ein bisschen mitnimmt. Oder was heißt ein bisschen? Beziehungsweise momentan ist es noch ein bisschen. Weil ich sowieso so ein kleines Sensibelchen bin, was sowas angeht. Ne, ich kann dir jetzt schon sagen, klar, jetzt bin ich gerade noch so ein bisschen neutral, sage ich mal, was das so anbelangt. Ich meine, im Endeffekt sieht man es ja sowieso unten hier nicht mehr, ne? Ja, ob es jetzt bemoost ist oder nicht, sieht man ja nicht, das ist ja einfach nur für unser Gewissen. Was wollte ich sagen? Achso, ja genau, dass ich auf jeden Fall weiß, ich bin ja ein Sensibelchen und ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, dass ich da, wenn es wirklich so sein sollte, wie es sein sollte, weinen werde wie ein Schlosshund. Aber nun gut, das wird sich halt zeigen, ne? Ich möchte mir da halt nicht zu sehr einen Kopf jetzt machen, was könnte passieren. Ich meine, ich habe schon ein bisschen mehr oder weniger damit, was heißt abgeschlossen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es der Worst Case sein wird. Weil der Kitty geht's halt echt scheiße. Ne, das ist halt so. Das ist dieses Apathische, diese Teilnahmlosigkeit, dieses, ja, gar nicht mehr richtig da. Und wenn sie dann vorm Katzenklo steht, dann ist das irgendwie so, als wäre sie so benommen. Steht halt im Kopf drin. Ich weiß nicht, ob sie nicht weiß, ob vielleicht hat sie auch Demenz. Demenz, dass sie nicht weiß, was sie damit anfangen soll. Weißt du, wie ich meine? Also sie steht davor und es ist wirklich so, hier ist das Katzenklo, sagen wir mal, hier ist das Katzenklo und sie mit dem Kopf einfach nur so. Warte mal, so kann ich das, glaube ich, besser zeigen. Ja, ich sehe wunderbar aus. Aber du weißt, was ich meine, ne? Und dann geht sie neben das Katzenklo, normalerweise hocken die sich ja wirklich hin, oder beziehungsweise auch die Weibchen. Ich meine,
Kater auch. Männchen auch. Aber sie ist einfach nur so ganz leicht und lässt dann einfach laufen, wo du dir auch schon denkst, ja. Weil man hatte ja auch schon das Katzenstreu umgestellt, damit sie dann da drauf geht. Hat dann ja auch alles funktioniert, aber weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie, ich weiß nicht, was sie hat. Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, es wird wahrscheinlich für sie auch beim Tierarzt sehr kräftezehrend sein. Sie ist halt so eine Katze, die möchte halt nicht gerne angefasst, aber so, auch hochgenommen werden, mag sie überhaupt gar nicht. Und ich war ja schon mal bei ihr beim Tierarzt, das ist schon ein paar Jahre her, wegen Krallenschneiden. Ne, die sind natürlich lang und die müssen auch mal geschnitten werden. Beim Kater ist kein Problem, das kann ich mal eben so beim Schmusen machen. Aber bei ihr geht das halt gar nicht. Und dann sagte der Tierarzt auch schon damals, das können wir so nicht machen. Die ist viel zu wild und wenn, müssten wir sie in Narkose legen. Und das wirklich nur, um die Krallen zu schneiden, weiß ich nicht. Deswegen haben wir das auch gelassen, schlussendlich. Ich gehe mal kurz pennen. Deswegen, ich bin gespannt, was passiert. Ich bin echt gespannt, was passiert. Ich weiß halt nicht, wo ich meine Gedanken auch einordnen soll, ne? Das ist halt auch immer so dieses, was ist Phase? Ne, es kann auch sein, dass vielleicht nach dieser Folge, wenn du das jetzt, das müsste die Folge für den Donnerstag sein. Genau, das müsste die Folge für den Donnerstag sein. Dass ich vielleicht am Freitag schon neue Informationen habe. Ne, und wenn das so sein sollte, muss ich mal schauen, wie ich, ich muss mal schauen. Wie gesagt, ich bin da momentan ein bisschen zwiegespalten. Und momentan ist es ja auch echt sehr warm. Vielleicht ist es auch mit der Wärme, ne? Kann ja auch alles sein, man weiß es nicht. Aber ja. Es nimmt schon einen mit. Ich sag mal so, die habe ich ja damals. Habe ich mir sie ja aus dem Tierheim geholt, weil mein Kater, ich hatte ja schon mal zwei Katzen. Und die Mary, die damals, die ist auch, das war auch genau dasselbe Bild, apathisch, sich zurückgezogen, immer dünner geworden. Die wir dann auch im Nachhinein einschläfern mussten. Und momentan ist es genau dasselbe Bild, weißt du, wie ich meine? Deswegen hat man schon so die leichte Vermutung, okay, das könnte vielleicht auch jetzt die finalen Tage gewesen sein. Was wir natürlich alle nicht hoffen, aber ja. Eigentlich macht das Sinn, hier alles zu bemoosen, ne? Ja. Ja. Egal. Machen wir mal so. Ich glaube, so viel bemooste Dinger habe ich gar nicht mehr, ne? Warte mal, ich gehe mal hier und schau mal. Ich habe nur noch die Steindinger. Hier habe ich noch drei. Wie mache ich die denn nochmal? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich glaube, durch die bemoosten... Ach so. Bemooste Steinziegel, bemooste Steinziegelmauer. Ja. Ich glaube, wir haben auch noch eine Menge Moos, ne? Ja, ich muss mal noch ein bisschen was holen. Und wie gesagt, damals ist sie ja natürlich auch dann verstorben, beziehungsweise mussten wir so einschläfern und war der Simon alleine. Hat ja auch alles vorher funktioniert, weil wir ja noch im alten Haus gewohnt haben. Und da kam ja dann irgendwann der Hund dazu. Als wir dann ins neue Haus gezogen sind, dann war er natürlich alleine, weil der Hund war unten, er war bei mir. Und da ich auch den ganzen Tag arbeiten bin, finde ich das so, wenn eine Katze alleine ist, so ein bisschen, na, ich weiß nicht, das ist so, ich meine, wenn Kitty jetzt, dann wird sowieso nichts Neues geben, weil Simon ja auch schon ein gewisses Alter hat, der ist ja, glaube ich, auch schon 17. Was mache ich denn jetzt hier? Und damit er halt dementsprechend nicht alleine ist, ne? So, warte mal, ich schau mal, habe ich hier noch, kann ich noch? Oh, wow. Steinziegel. Warte mal. Steinziegel. Haben wir gar nichts mehr, ne? Nee. Die müssten wir, glaube ich, erstmal wieder herstellen. Dafür brauchen wir normalen Stein. Daraus machen wir Steinziegel. Ein bisschen Ranken haben wir ja noch. So. Na, gib mir mal ruhig alles hier. Vielleicht sollte ich ein bisschen Kobbel nochmal nachschmeißen, meinst du? Ja, ne? Pass auf, so. Zack. Obwohl, ich mach das, ja.
Ich mache mir das einfach, bevor ich jetzt hier wieder hin und her switche, ne? Du weißt ja, hallo, Hilfe. Dann mache ich das so. Das schmeiße ich hier rein, genau wie das Ganze. Und dann la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 . So, und das war, glaube ich, einfach nur den hier, ne? Genau, dann einmal Steinziegel alle rein. Und zack, zack, zack. Ja, ich brauche mehr Ranken. Hatte ich nicht hier hinten beim Gartending, da müssten wir doch eigentlich noch einiges an Ranken haben, ne? Die hatten wir, glaube ich, auch extra angepflanzt. Wo war denn das nochmal? Mir juckt das Auge. Da. Ranken to go. Mein Auge juckt. Mein Gott. Aber das macht er jetzt, weil... Ich weiß nicht. Konnte man Ranken... Warte mal, hier müsste, glaube ich, gar nichts... Doch, hier ist noch ein Fichtensitzding. Ging das? Das ging. Okay. Pass auf. Ich bring das mal eben weg. Oder ich mache das ganz einfach. So, zack, zack. Dann nehme ich nochmal hier ein bisschen Fichte mit, damit wir da Platz haben. Fichte haben wir ja auch noch. Ein bisschen was hier drin. So. Ne, dann können wir erstmal wieder ein paar Steinziegel herstellen. Dementsprechend dann auch die Mauern und dann noch ein paar Brückenstützpfeiler. Bemooste. Weil die brauchen wir ungemein. So, zack. Das mal wieder hier hin. Steinziegel haben wir hier. Da müsste das ja theoretisch ein bisschen ausgehen, genau. Zack. So, hier weiß ich gar nicht. Ich mach mal ein paar von. Hallo? Zack. Und zack. Und zack. Wir kriegen ja da immer drei raus. Ich pack das mal da rein. Dann mach ich mal zack, 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 zack. So. Wo haben wir sie jetzt? Die Bemoosten. Ich mach mal hier bemoost. Schauen wir mal, wie viel wir rausbekommen. Ja, doch einiges wieder. Ja, das sollte erstmal, glaube ich, wieder reichen. So, unser Dorf. Ne, deswegen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht hier, ne, Trauer verbreiten und es ist halt, ja... Wie gesagt, wir lenken uns ein bisschen ab und ich denke, Minecraft ist der beste Ort dafür. Weil man da auch so ein bisschen auch die Gedanken freilaufen lassen kann. Weißt du, wie ich das meine? Natürlich, ich finde es immer schön, wenn man darüber spricht, weil wenn man darüber spricht, das hilft einem schon, glaube ich, ungemein. So, pass auf, ich mache jetzt hier einfach mal, ziehe ich jetzt einfach mal durch. Ach ja, hier ist ja das Ding. Ja gut, pass auf, dann kommt das nämlich weg. Und dann machen wir das nämlich so. Ne, wie gesagt, im Endeffekt sieht man es sowieso nicht mehr. Da mache ich jetzt wirklich so. Die sind dann schon ein bisschen angefressener. So, warte. Das muss irgendwo hier sein. Obwohl, wenn ich jetzt natürlich das Konzept wieder wechsle, ist natürlich auch wieder so ein bisschen... Aber du kennst das ja. Ne? Du kennst das ja. Konzepte wechseln sich immer. Jetzt mache ich hier auch wieder den gleichen Kappes. Ich meine, im Endeffekt, das soll ja einfach nur so aussehen. Ne? Im Endeffekt ist es scheißegal, ob ich jetzt Bemooste mache oder nicht Bemooste mache. Vielleicht mache ich wirklich hier. Obwohl, ich bin so ein Freund davon, dass das ein bisschen so, ne? Weil ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, dass dann im Endeffekt alle immer... Obwohl, eigentlich sind dann immer alle betroffen, ne? Ja. Ja, gut. Dann machen wir den einen nochmal so und ab hier fangen wir jetzt so. Machen wir jetzt so. Und dann geht das hier alles so ein bisschen, ne? Hätte ich vorher auch machen können, aber das jetzt wieder alles abzureißen, ja, du weißt ja. Ne, das muss ja jetzt auch nicht gleich sein, gleichbleibend sein, sondern das kann ja in verschiedenen Stadien schon vermoost sein, veralgt sein, wie auch immer. Ich frage mich tatsächlich, ob man Algen auch einfach so in den Boden jetzt rein... Warte mal, wir haben noch Algen dabei, ne? Das würde mich mal kurz nochmal interessieren. Weil die wachsen ja aus dem Kies raus, ne? Ah, tatsächlich. Okay.
gut zu wissen, dann kann man das nämlich alles so ein bisschen noch bemoosen, ne? Im Nachhinein, dass das noch so ein bisschen dichter ist. Ich glaube, das würde auch einen coolen Aspekt geben. So, pass auf. Wir sind wieder bei 20 Minuten. Ich mach mal hier kurz eine Pause. Wir sehen uns... Ach, guck mal hier. Ah, viel bemooste... Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann machen wir das fertig und dann schauen wir mal weiter, ne? Alles klar. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.